Jürgen Säger hat es geschafft. Eine Untersuchung am Klinikum Lippe in Lemgo zeigt, er hat den Krebs überwunden. Nur noch die lange Narbe auf dem Bauch des 64-Jährigen zeugt noch von der schweren Krankheit. Vor einem Jahr hatte sein Hausarzt nach einer Darmspiegelung einen Tumor festgestellt. Ich hatte keinerlei Beschwerden, gar nichts, sondern rein prophylaktisch. Naja, und als alle Ergebnisse nun gut waren und dann die Darmspiegelung kam, war ich natürlich davon ausgegangen, dass das auch gut verlief. Aber nach wenigen Minuten oder Sekunden, kann ich fast sagen, kam dann also schon die Diagnose, wir stellen was fest. Wenn man konfrontiert wird, ich nehme an, dass das fast jedem so geht, dann fällt man erstmal in ein ganz tiefes Loch. Für Patienten wie Jürgen Säger gibt es im Darmzentrum am Klinikum Lippe ein spezialisiertes Ärzteteam. Die Mediziner bestimmen die genaue Lage des Tumors und wie weit die Erkrankung fortgeschritten ist. Sie sind kompetente Ansprechpartner für die Betroffenen. Jetzt beginnt der Kampf gegen den Krebs. Am Darmzentrum Lippe arbeiten Mediziner unterschiedlicher Disziplinen Hand in Hand. Gastroenterologen, also Fachärzte für Magen-Darm-Erkrankungen und Onkologen. Das sind Krebsspezialisten beraten mit Chirurgen, Radiologen und Strahlenmedizinern. Besonderen Wert legen die Klinikärzte auf die Zusammenarbeit mit niedergelassenen Fachärzten. In der Tumorkonferenz sprechen sie über jeden einzelnen Patienten und legen fest, wie er behandelt wird. Stets muss ein Dickdarmkrebs operiert werden. Im Frühstadium der Erkrankung reicht manchmal ein lokaler Eingriff mit mikrochirurgischem Besteck aus, um den Patienten zu heilen. In den meisten Fällen ist allerdings eine Resektion, das heißt ein Entfernen von einem gewissen Darmabschnitt, erforderlich. Und es gibt dann Situationen, in denen zusätzlich zu dieser Operation vorangeschaltet oder aber auch im Anschluss daran eine medikamentöse Therapie erforderlich ist, beziehungsweise auch eine Bestrahlung. Ein wichtiges Ziel der Chirurgen ist es, einen künstlichen Darmausgang auf Dauer zu vermeiden. Zum einen ist es so, dass ein künstlicher Darmausgang nur bei den wenigsten Patienten überhaupt erforderlich ist. Bei solchen Patienten, bei denen der Tumor sehr dicht am Analkanal zu liegen kommt. Zum anderen ist es so, dass bei den allermeisten Patienten, die einen künstlichen Darmausgang benötigen, dieser Darmausgang schon nach 4 bis 8 Wochen wieder zurückverlegt werden kann. Nämlich dann, wenn die Verbindung zwischen den beiden Darmenden abgeheilt ist. Eine wichtige Anlaufstelle für die Patienten ist die onkologische Ambulanz des Darmzentrums in Lemgo. Hier erfolgt die Behandlung mit krebsbekämpfenden Medikamenten. Die Chemotherapie kann vor oder nach der Operation stattfinden. Vorher, um den Darmtumor zu verkleinern und ein Übergreifen auf andere Organe zu verhindern. Nach einem Eingriff, um das Rückfallrisiko zu senken. Aber egal wann die Chemotherapie stattfindet, stets müssen die Ärzte mit den Patienten über die Nebenwirkungen sprechen. Es gibt neben tatsächlich häufigen Nebenwirkungen dann auch spezielle Nebenwirkungen in Abhängigkeit von den verwendeten Substanzen, weil es die Chemotherapie auch und gerade bei Dickdarmtumoren, beim Kolonkarzinom nicht mehr gibt. Wir haben eine ganze Reihe von Substanzen zur Verfügung, die einerseits natürlich die Möglichkeit geben, wirksam zu sein, wenn eine andere nicht mehr wirkt, die aber zum Teil auch ein sehr spezifisches Nebenwirkungsprofil haben, sodass man in Abhängigkeit von den Präferenzen des Patienten auch mit ihm besprechen kann, ob das eine für ihn eher tolerabel ist als die andere Nebenwirkung. Schließlich kann eine Strahlentherapie die Heilungschancen bei Enddarmkrebs messbar verbessern. Das Darmzentrum Lippe verfügt über einen Linearbeschleuniger der neuesten Generation. Bei der Bestrahlung vor einer Operation ist auch hier das Ziel, eine Geschwulst zu verkleinern, damit der Chirurg sie anschließend besser entfernen kann. Nach der Operation sollen Patienten bestrahlt werden, wenn der Tumor doch ausgedehnter war als vorher erwartet. Die Mediziner planen und simulieren die Behandlung mit modernster Software. So kann eine gezielte Bestrahlung des Tumors erfolgen und Nebenwirkungen werden weitgehend reduziert. Die Strahlentherapie macht vorübergehend immer Effekte, und zwar dort, wo bestrahlt wird, nämlich im Beckenbereich. Das kann man am besten vergleichen mit einer vorübergehenden Darmgrippe, also Durchfall, Bauchrumoren, gelegentlich auch mal eine körperliche Schwäche. Wichtig ist aber, dass diese Nebenwirkungen nur vorübergehend sind, also wieder verschwinden. Die Gefahr von bleibenden Schäden ist heute in der modernen Strahlentherapie Gott sei Dank gering. Man rechnet ungefähr in einer Rate von 3 bis 4% mit Entzündungen, die halt nicht mehr weggehen und zu bleibenden Veränderungen führen können. Das sind also Ausnahmen.
Zurück zu Jürgen Säger. Bei ihm entschieden sich die Ärzte für die ganze Bandbreite therapeutischer Möglichkeiten. Jetzt, ein halbes Jahr nach der Behandlung, blickt er auf einen mühsamen, aber erfolgreichen Kampf gegen den Krebs zurück. Also ich kann sagen, dass ich sehr und sehr zufrieden war mit der medizinischen Betreuung. Zum einen hier im Klinikum Lippe, in Detmold und in Lemgo. Man überlegt ja mal, was hätte besser sein können. Ich wüsste es wirklich nicht. Es hat wirklich mal den Zeitpunkt gegeben, wo ich also gemeint habe, es wäre wohl besser, man würde die ganze Geschichte beenden. Bin heute froh, dass ich es nicht gemacht habe. Es gibt wieder neue Lebensqualitäten. Jürgen Säger fand damals Rat und Hilfe in der psycho-onkologischen Abteilung des Klinikums Lippe. Auf Krebsleiden spezialisierte Psychologinnen helfen den Patienten in jeder Phase der Krankheit, mit den seelischen Belastungen fertig zu werden. Die meisten Patienten haben Probleme also im normalen Leben auch bewältigt. Und warum können sie das dann nicht auch machen, wenn sie eine Krebserkrankung haben? Die meisten Patienten haben Kräfte und haben auch einen gesunden Optimismus, der dann wieder zum Vorschein kommt, wenn man den vielleicht manchmal ein bisschen unterstützt und da ein bisschen gräbt. Vielen könnte die Diagnose Darmkrebs und das Schicksal einer belastenden Behandlung sogar erspart bleiben. Und so sehen die Ärzte am Darmzentrum Lippe eine wichtige Funktion in der Aufklärung und Vorbeugung. So kann eine rechtzeitige Darmspiegelung Leben retten, wie schon bei Jürgen Säger.